Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Folge 80. Meine lieben Damen und Herren, wir sind dabei, Korrekturaufgabe zu nehmen, und zwar von den Eingangsbereich. Moment, ich habe kurz was im Hals, ein Kratzen. Ein Kratzen im Hals. Den Herrn Kratzen habe ich im Hals. Und ja, wir haben gestern diese Seite hier bearbeitet. Guckt mal, da sieht man auch richtig, wie das Gerüst da war. Ganz cool. Jetzt machen wir die andere Seite. Und wir haben gestern so viel Zeit verschwendet. Das will ich natürlich heute nicht machen. Und werde deswegen auch gleich anfangen, hier uns wieder hochzubauen. Und jo, dann wollen wir auch gleich anfangen. Keine Zeit verschwenden. Platz haben wir genug. Wo bauen wir uns hoch? Ah, wir müssen uns da drüben hochbauen. So sieht das aus hier heute. Das ist der Plan. Ich denke mal, ich brauche nicht so viel Zeit wie gestern. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Versprechen kann ich nichts. Denn diesen Wasserfall müssen wir auch stilllegen. Das geht aber ganz einfach. Eigentlich, es sei denn, man schätzt sich so an wie ich gestern, dann nicht. So. Ich muss mir noch kurz einen Timer stellen. Ja, sonst, ich habe mir gedacht, ja, was machen wir dann? Den Eingangsbereich fangen wir an, oder fangen wir an, also die Eingangshalle, oder fangen wir hier außen weiter langziehen, alles. Das ist so eine Aufgabe, die ist beides wichtig. Ich würde einfach sagen, ich ziehe erstmal ein bisschen, ich sage jetzt wirklich ein bisschen, die Seiten hier lang, auf beiden Seiten dann. Und dann mache ich den Eingangsbereich, dass wir mindestens den Eingangsbereich schon mal angefangen haben. Das wäre sehr, sehr, sehr geil. Werden wir haben jetzt nur noch mit dieser Folge hier dann, also dann jetzt nur noch 20 Folgen und die 100. eigentlich dann nur noch 19 Folgen, denn die 100. wird ja eine besondere. Und demnach, ja, haben wir gar nicht so viel Folgen mehr. Das ist einfach Fakt. Und ja, so, und jetzt muss ich immer gucken. Wie habe ich mich da angestellt? So, ne? So. Ah, so, okay. So, und los geht's. Wir bauen jetzt hier erstmal einfach ganz stumpf runter. So, Dreck habe ich dabei. Super, dann kann ich hier diesen Wasserfall erstmal gleich beenden. Super. Das war schon mal besser als gestern. Denn gestern war ja, ich sag mal, Vollkatastrophe, was das anging. Da bin ich ja irgendwie gefühlt dreimal wieder mit dem Fahrstuhl Wasserfall runtergefahren, obwohl ich das gar nicht wollte. Ja, naja. So, es ist klarer Sonnenschein, keine Wolken am Himmel, weil ich sie ausgestellt habe. Und ja, was kann man sonst sagen? Es sind, lasst mich fühlen. Ja, so 23 Grad draußen, früh am Morgen schon, das heißt, es wird ein warmer Tag. Wir können schwitzen. Es könnte heute richtig schwitzig werden hier auf Tatooine. Tatooine ist auf Anfangsstadium, obwohl Tatooine war nie grün, ne? Tatooine war nie grün. Tatooine war immer. Wartet mal, was mache ich denn hier? Das muss doch ein. Doch, das muss noch abgebaut werden, diese Seite. Ja, das muss stehen bleiben. Super. Tatooine ist ja eigentlich ein. Naja. Felsplanet, ja, mit Lava, so, ja, Mustafa auch nicht. Eigentlich nicht so bewohnen, schöne Gegend zum Wohnen. Obwohl ich eigentlich gerne mal eine Wohnung auf Tatooine gehabt hätte, wenn es Tatooine geben würde. Denn ich liebe dieses Stadtfeeling da drin. Dieses Kulti-Multi. Aber ich weiß nicht, ob das dann jetzt, also vor 4, 5 Jahren hättest du mich da hinschicken können. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde einfach mal irgendwann einfach nur noch diese grünen, grasgrünen Bäume vermissen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch Naboo, einfach nur. Oder, ja, Naboo. Ich weiß es nicht. Wo ich wohnen würde. Ja, wo würdet ihr denn wohnen? Das wäre mal interessant zu wissen. Also, Coruscant, wie gesagt, das ist ja so der Planet, auch obere Schicht. Die obere Schicht wohnt ja da in den oberen Vierteln der Region Coruscant. Und ganz unten wohnten dann die armen Schlucker. Wo würde ich dann sein? Momentan denke ich noch Mittelschicht. Ich hoffe, ich kann irgendwann mal weiter nach oben wandern. So.
Jo. Wir haben noch nicht viel Zeit verschwendet, aber wir sollten uns beeilen. Es, ja gut, es ist ja auch gerade mal 4. Minute jetzt, also ganz entspannt noch alles. Es ist alles noch im grünen Bereich. Ich hoffe, ich baue hier eigentlich richtig jetzt ab. Nicht, dass ich zu weit. Nee, das sieht gut aus. Weil ich bin irritiert von diesen beiden Türmen hier. Wow, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Warte mal. Die Richtung, ne? Muss ich in die Richtung bauen? Hä? Jetzt bin ich verwirrt, Leute. Nee, das war schon mal falsch, was ich hier gerade gemacht habe. Aha. So. So, Diamantenspitzhacke ist gleich im Arsch. Wir haben keine mehr. Wir haben sie dafür verschwendet, hier einfach Korrekturaufgabe zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Eine Diamantenspitzhacke nicht zum Abbauen zu nehmen, sondern für Korrekturaufnahme. Aber gut. Weil, ja, also ich bin so ressourcenschonend. Andere sagen, ja, wieso? Irgendwie doch am schnellsten. Ja. Aber sollten wir sie nicht nehmen, die Diamantenspitzhacke, um Ressourcen zu sammeln und nicht um Korrekturenaufgaben zu machen? Ich mache mir Gedanken um Sachen, die sind eigentlich völlig unrelevant, glaube ich. Jetzt dauert es natürlich alles ein bisschen länger. Weil. Oh, es geht eigentlich. So langsam ist sie gar nicht. Die Eisenspitzhacke. Guckt mal. Geht immer noch relativ fix. So, so, so und so. Ja, das geht noch ganz schnell. Also alles kein Problem. Oh, da oben haben wir auch einen Turm vergessen. Jo, und wir haben dadurch wieder richtig viele Ressourcen, Leute. Boah, was wir wieder an Steine gewinnen. Kostbare Steine. Ganz kostbare Steine. Wir sind auch schon wieder gleich unten, Mensch. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte rum der Folge. Boah, wir sind so gut. Also mit den Steingewinnen, den wir haben, können wir auf jeden Fall uns schon mal ein bisschen hochbauen. An den Seiten. Denn da geht es ja so, wie wir unten, ganz unten. Jetzt zeige ich das kurz. Diese Schräge kommt ja hier auch nochmal drauf. Und die werde ich jetzt natürlich nur bis hierhin ungefähr ziehen. Ungefähr, ja, kann man das sagen, da, ja, hier so ungefähr. Denn nur für die Länge des Eingangsbereiches, um den dann jetzt gleich fertigzustellen. Oder ich weiß jetzt mal eben kurz, ist das sowieso nicht. Aber dass wir ein bisschen was haben und dann uns dann den Eingangsbereich widmen können. Denn ich denke mal, jetzt sollten wir langsam ab Folge 80 mal in den Inneneinrichtungen gehen. Denn der ist wichtig. Und wenn wir den fertig haben, bin ich älter. Ich bin dann richtig glücklich, wenn wir drin, innen drin anfangen können zu bauen. So. So. Guckt mal an. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir hätten kein Dings nehmen sollen, wir hätten Sand nehmen sollen. Sand müssen wir nur einmal unten abbauen und schon kommt dir alles entgegen. Das merke ich mir jetzt mal vor. Ey, das merke ich mir. Anstatt Erde mit Sandgerüste bauen. Klar, kann man da nicht so schräg bauen, aber da kann man ja irgendwie dann wieder Erde nehmen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber es ist ein Problem mit diesen Abbauen immer stehen. Du musst dann wieder dich erst hochbauen, um es abzubauen, musst du dich wieder auf diese Höhe bauen und dann beide Reihen, die du aufgebaut hast, wieder abbauen. Also es ist doof. Und mit Sand brauchst du ja nur einen abbauen, den untersten, und schon kommt dir der ganze andere Rotz entgegen. Also,
So müsste es eigentlich sein. So. Ja, cool, Leute. Da bin ich ja schon mal schwer begeistert. Es wird schon wieder dunkel. Wir haben die 30 Grad Marke geknackt, haben wir aber nicht gemerkt, weil wir so in Arbeitsmodus hier sind. So. Sind wir auch schon wieder unten angelangt. So. Na, haben wir aber schon doch 10 Minuten gebraucht, um das jetzt hier abzubauen. Das zeigt dann, wie hoch wir gebaut haben. Also ich glaube, einen noch, ne? Muss ich gleich mal gucken. Warte mal, fuck. Ich habe die Reihe zu viel abgebaut. Ne, egal, wir bauen das dann wieder hoch und bauen dann gleich die Erde mit ab. Ich will jetzt hier keine Stress machen. Ich will keine Stress. Hä, warum habe ich hier einen Zaun gesetzt? Egal. Die müssen wir noch abbauen. Das meinte ich. Da habe ich ja vorhin gesagt, ist es jetzt die Reihe oder die Reihe? Ich weiß es nicht. Aber es war die falsche Reihe. So. Jetzt gehen wir nochmal schnell hier rüber. Jump, jump, jump. Gut. Die ziehen wir noch mal schnell hoch, kein Problem. Machen wir uns gar keinen Stress. Ich will jetzt auch nur mal schnell schlafen gehen und mir dann gleich eine Schaufel mitnehmen. Das machen wir heute fertig. Dann haben wir wenigstens den Eindruck schon mal von dem Eingangsbereich. Nicht der Halle, sondern den Eingangsbereich. Das Eingangstor. Was wollte ich denn jetzt holen? Erstmal ablegen. Meine Fresse. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Erde. Da dürfte keine drin sein. Die müsste hier drin sein. So. Jawohl. Schlafen wollte ich. Und eine Schaufel mitnehmen wollte ich. Hier habe ich jetzt so Werkzeug und so drin. Schaufel. Ah, die reicht nicht. Ja, jetzt muss ich wieder Schaufeln basteln. Ach, es ist nervig. Es ist nervig, nervig, nervig. Wir brauchen halt mal wieder Stecker. Ganz dringend. Sonst können wir bald kein Werkzeug mehr machen. Werkzeug ist ja essentiell. So. So. Packen wir das weg und dann gehen wir schlafen. Ja, die Stöcker können wir jetzt hier lassen, egal. So, gute Nacht. So. Raus, Tür zu. Und. Wo muss ich hin? Die Richtung. Ja, wir brauchen auch mal auf der anderen Seite auch mal so ein Loch hier. Denn das ist immer so hin und her laufen hier. Jetzt müssen wir wieder ganz rüber laufen. Das mache ich dann gleich mal. So. Genau, ich pfeife einfach währenddessen. So. 10 Abos weniger, weil wegen schlechtes Pfeifen. So. Warum brauche ich eigentlich Erde? Ich brauche gar keine Erde, Mensch. Ich kann mich doch einfach hier hochbauen. Ich habe die Dinger ver... Ich bin so doof.
Warum habe ich eigentlich nicht den Eingangsbereich hier hingesetzt? Also die Tür hingesetzt. Manchmal frage ich mich auch so, warum machst du das? Würde reichen. Eigentlich ja, aber ich vertraue mir selber nicht mehr. So optimistisch bin ich. So, jetzt bauen wir uns aber, wie gesagt, erstmal schnell hier durch. Wie so ein Löchlein. Kann man das denn gut machen? Hier, ne? Ja, hier ist gut. Ihr seht nichts, ne? Müsst ihr jetzt aber nicht. Ihr seht gleich wieder was. Keine Angst. Ja, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir uns hier mal genauso einen Eingang gebaut. So. Und dann dürfen wir jetzt wirklich hochgehen. Wow, bitte nicht hinfallen. Gut. So. Das heißt hier, zack, zack. Na klar, ich fall wieder runter. Also diese Shift-Taste hier drücken, STRG-Taste drücken. Ah, ich habe sie gar nicht gedrückt, deswegen ging es nicht. Okay, jetzt weiß ich warum. Jo, dann sind wir auch schon wieder bei 15 Minuten. Schaffe ich es noch, mich hochzubauen? Egal, ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich fange jetzt einfach an. Und wenn nicht, dann nicht. Auch so eine geile Aussage. Wenn nicht, dann nicht. So. Jetzt müssen wir immer diese wieder abbauen. Eigentlich hätte ich auch von da stehen können. Ich bin momentan sehr unkonzentriert, Leute. Das muss ich wieder ändern. Ja, das ist jetzt aber die richtige Taste. So, so und so. Na, wenigstens geht's jetzt. Wenn man die Taste gedrückt hat, dann geht's ja. So. Einfach hochbauen, einfach hochbauen, einfach hochbauen. Ich vergesse immer, dass hier Leute zuhören. Und dann singe ich einfach im Blödsinn. Also nein, ich vergesse euch nicht in der Form jetzt. Aber naja. So, ein Stack haben wir schon mal ausgebaut. Seht ihr, also zum Glück haben wir 4 Stack mitgenommen. Es sind nämlich 4 Reihen, die wir auch hochbauen müssen. Oder vielleicht sogar mehr Stack. Haben wir genug? Es wäre jetzt richtig. Ey, Junge. Dann raste ich hier aus, wenn das jetzt nicht reicht. Muss ich nochmal runterbauen und dann nochmal hochbauen und. Und das ist doof. Man kann nicht fliegen und. Das wird immer in Creative Mode so unterschätzt. Aber es ist schon sehr, sehr geil fliegen. Ich würde es hier gerne auch können. So, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, ja. Aber ich glaube, wir kommen mit den Steinen hin. Kommen. Gott sei Dank habe ich nicht nur 2 Stack mitgenommen, weil ich war irgendwie der Meinung, dass ich nur 2 Reihen zu viel abgebaut habe. Es waren ja doch 4 jetzt. Und ich glaube, dann wäre ich dezent ausgerastet. Das ist Arbeit unnötig, nur weil ich nicht konzentriert war und ja, zu viel abgebaut habe. Unnötige Arbeit bei unnötiger Arbeit. Das ist richtig fail. Bei
einer Korrekturarbeit unnötige Arbeit tun. Da die Korrekturenarbeiten an sich ja schon mega, naja, teilweise unnötig sind, weil man es ja verhindern hätte können. Aber naja gut, das war da noch nicht so ganz absehbar. Obwohl ich ja schon wusste, es gibt einen Endstein vielleicht und den zu erreichen, naja, müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. Nein, so war das nicht geplant. So, den bauen wir jetzt hier ab. Das geht wenigstens deutlich. Toll, und dann haben wir es ja geschafft. Guckt euch das mal an, in 20 Minuten haben wir das jetzt gemacht. Und die Reihe nehmen wir auch gleich natürlich mit. So, haben wir da noch irgendwas? Nee. Super toll, Mensch. Guckt euch das an. In 20 Minuten schaffen wir hier gleich alles mit Schönheitsaufgaben. Das ist das, was ich will. Und dann haben, können wir uns das gleich mal von unten angucken, wie es aussieht. Und wenn es dann nicht gut aussieht, dann heul ich, ey, Leute. Dann fange ich an zu weinen, wirklich. Dann kann ich nicht mehr. Ich glaube, das hier geht schneller als der Fahrstuhl, ne? Also jetzt der Wasserfall. Super. Sehr gut. So. Schauen wir uns das mal an. Ja, Leute. Es ist genial. Jo. Ja, cool. Damit verabschiede ich mich und wir sehen morgen uns wieder. Und dann bauen wir jetzt hier ganz normal weiter, ohne Korrekturaufgabe. Die ist abgeschlossen. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen hochbauen, aber das gucken wir wann anders. Das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Macht's erstmal gut. Bis dann. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Möge die Macht mit euch sein. Ciao.